Sind Lukas Brawl Stars und ich wirklich in Gefahr? Und was ist passiert, als ich den verlassenen Ort bzw. das Militärgelände besucht habe, auf dem man angeblich Sachen vom Starpark und von Brawl Stars finden kann? All das heute in diesem Video. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator-Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Ja Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute ein extrem wichtiges Video für euch vorbereitet. Und zwar eine Frage, die viele von euch in die Kommentare geschrieben haben. Sind Lukas Brawl Stars und ich in Gefahr? Was ist denn jetzt passiert? Als du das verlassene Militärgelände besucht hast, hast du da etwas vom Starpark und vom Brawl Stars gefunden? Und wenn ja, was ist genau passiert? Diese Fragen werde ich heute in diesem Video beantworten. Deswegen schnallt euch auf jeden Fall an, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und Freunde, genau heute um 14 Uhr ist es soweit. Auf damage.de kommt das neue Überraschungspaket raus. Es ist streng limitiert auf 1000 Stück. Also wenn ihr heute ein Überraschungspaket haben wollt, solltet ihr wirklich echt verdammt nochmal schnell sein. Zu eurem Kleidungsstück gibt es dann 3 zufällige Damage-Überraschungsbeilagen von insgesamt 5 Stück dazu. Also 5 Beilagen gibt es, 3 davon bekommt ihr zufällig in eurem Paket drin. Wobei eine davon garantiert eine handsignierte Autogrammkarte ist. Gönnt euch heute ab 14 Uhr erhältlich auf damage.de. Für das heutige Video habe ich wieder einen mega coolen Partner rangeholt. Und zwar The Ants Underground Kingdom. Das ist wirklich echt ein mega geiles Spiel, was ich auch privat tatsächlich schon viel gespielt habe. Und ihr könnt euch das Spiel jetzt schon mal gerne über den Link in der Videobeschreibung kostenlos herunterladen. Das ist das erste Mobile-Strategiespiel mit Ameisen. Und das Game hat bereits über 30 Millionen Downloads. Das ist echt heftig. Ihr erschafft in dem Spiel eure eigene Ameisenkolonie und habt verschiedene Möglichkeiten, diese zu erweitern und aufzubauen. Ihr leitet die Königin, sammelt Ressourcen ein, trainiert eure Ameisenarmee und formt Allianzen mit anderen. Vergrößere dein Territorium, aber verteidige dich auch, damit du am Ende das größte Ameisenimperium hast. Und hört jetzt mal zu, es gibt auch Helden und Spezialameisen. Seltene Ameisen haben spezielle Fähigkeiten, die von euch gefördert werden können, wodurch dann auch natürlich deine Kolonie viel stärker gemacht werden kann. Und zu guter Letzt, herzlichen Glückwunsch! The Ants wird 1 Jahr alt und die Spieler profitieren deswegen im Spiel. Es gibt viele coole Überraschungen, Belohnungen und andere Vorteile, die du im Spiel einsammeln kannst. Benutze dafür den Code The Ants 1 Year. Also, worauf wartest du noch? Lade jetzt The Ants Underground Kingdom herunter. So Leute, ich habe tatsächlich viele Nachrichten von Zuschauern bekommen. Kevin, ist das Ganze wirklich echt? Bist du wirklich jetzt zu dem verlassenen Ort hingefahren? Was ist da passiert? Was ist überhaupt in deinem Video am Ende passiert? Da war so ein komischer Glitch-Effekt. Ist mit dir alles in Ordnung? Und auch bei Lukas war am selben Tag so ein komischer Effekt. Ist das Ganze gewollt? Ist das Ganze echt? Was hat das Ganze mit sich auf sich? Der gute Lost Basti hat dazu nämlich auch ein Video gemacht und dazu möchte ich jetzt heute in diesem Video hier nochmal Stellung beziehen. Ich möchte schon mal als allererstes klar machen, mir und auch Lukas ist bewusst, was in unseren Videos passiert. Also ich kann von mir behaupten, ich schaue jedes Video, was auf meinem Kanal online geht, was der gute Ali geschnitten hat, immer von Anfang bis zum Ende an. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass das Ende, was in diesem Video vom 22.03. der Starpark hat Kontakt zu mir aufgenommen, dass das Ganze von mir aus gerne drin bleiben kann, weil da ja an sich nichts Besonderes passiert. Das hat einfach nur so einen Glitch-Effekt, damit das ganze Video am Ende noch so ein bisschen dramatisch, so ein bisschen spannend wirkt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich dann deswegen viele von euch Sorgen machen oder denken, okay, der Starpark hat hier irgendwie Kontakt aufgenommen. Nein, das ist wieder Alis Schuld. Also Ali hier, ne, deine Schuld. Aber nein, im Endeffekt, ne, ich habe dafür gesorgt, dass das Video online geht. Falls ihr euch damit irgendwie Angst gemacht haben sollte, es tut mir leid. Das sollte einfach zur Dramatisierung dienen. Und allerspätestens dann am Sonntag, 27.03. 10:30 Uhr,
wenn ich dort was gefunden habe. Wenn ich da nichts finde und wenn es einfach Scam war, muss ich mal gucken, ob ich das dann in einem normalen Video einfach einbaue und sage, yo, ich habe da nichts gefunden. Aber ja, checkt die User's Dankart aus. Bis dann, haut rein und ciao, ciao. Und wie gesagt, solange mein Kanal nicht wirklich gehackt wird, das solltet ihr dann auch merken, könnt ihr davon ausgehen, dass alle Videos, die auf meinem Kanal online gehen, dass die mit Ali abgesprochen sind und dass ich das Ganze freigegeben habe. Denn auch am 9.2. habe ich ein Video hochgeladen und zwar bin ich wirklich in Gefahr, wo auch dasselbe Thema war. Da waren am Ende Morsecodes drin, wobei ich da sagen muss, das war nach dem Outro, das habe ich dann tatsächlich wirklich nicht mehr gesehen. Aber Ali sagt mir inzwischen dann immer Bescheid, wenn da irgendwelche Sachen in Videos eingebaut sind, die so ein bisschen mysteriös sind. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Tatsächlich war bei Lukas am selben Tag auch so ein komischer Glitch-Effekt. Und zwar diese Stelle hier. Und da gehe ich jetzt einfach mal zusammen mit euch drauf und ihr seht dann einfach, was passiert. Das ist wirklich unfassbar. Das heutige Video wird übrigens unterstützt von Dark Nemesis. Geschenkkarten und Belohnungen im Spiel zu bekommen, hier seht ihr, wie ihr genau teilnehmt. Die Zahl hier unten verschwindet und wir sind auf einem geheimen Glitch-Account auf einmal, Leute. Und auch hier kann ich nur sagen, dass alles in Ordnung. Also der Glitch-Effekt ist halt einfach ein Glitch-Effekt. Den hat Ali im Schnittprogramm halt eingefügt, damit das Ganze so ein bisschen cooler wirkt, sage ich jetzt einfach mal. Das schon mal zu Lukas gesagt. Kommen wir aber jetzt mal zu dem Thema, was ist passiert? Kevin, bist du jetzt zu dem verlassenen Ort in Dünsen gefahren, zu diesem verlassenen Militärgelände, was früher tatsächlich sogar mal, das wusste ich gar nicht, ein Atomwaffenlager war? Und ja, ich war dort und ich kann euch sagen, das, was mir dort passiert ist, ist echt extrem, extrem heftig gewesen. Das Video, kann ich euch jetzt schon mal sagen, kommt morgen, also am 27.03. um 10.30 Uhr auf meinem Kanal online. Deswegen stellt euch den Wecker. Ihr seht jetzt hier vielleicht schon mal so ein paar Drohnenaufnahmen, die ich auch von dem Gelände gemacht habe. Aber natürlich noch nicht, was mir dort genau passiert ist. Es ist auf jeden Fall gut, dass ich das Ganze am Tag gemacht habe, ich bin ehrlich mit euch. Tatsächlich habe ich dann vorgestern, also am 24.03., wo ich dort war, auch gar abends gar nicht mehr gestreamt, weil ich fast 5 Stunden auf diesem Militärgelände war, weil wir da alles abgesucht haben, von oben bis unten, weil das Areal, wo wir waren, das ist echt geisteskrank groß, aber wir haben tatsächlich Sachen gefunden. Wie gesagt, ich will jetzt hier heute nicht zu viel spoilern, das werdet ihr alles morgen sehen. Das wird auf jeden Fall ein richtig heftiges Video. Deswegen stellt euch alle den Wecker. Gebt schon mal gerne einen fetten Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Checkt gerne meine 2 anderen Kanäle aus. Einmal den Kevin spielt und den Kevin Light Kanal. Und dann würde ich sagen, euch einen schönen Abend. Seid gespannt, was morgen passiert. Und bis dann. 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 Dann.